120 Fahrer mit am Start. Wir haben heute Morgen einen Testlauf gemacht und ihre Sollzeit ermittelt. Sie sind also einmal Strecke gefahren und haben eine Zeit bekommen für das. Sie werden jetzt im Laufe des Tages fünfmal einen Wertungslauf ablegen und müssen mit ihrer Zeit so nah wie möglich an die Sollzeit ankommen. Und auch wer am nächsten oder am wenigsten Differenz hat, der ist dann heute oben der Sieger. Nummer 91 haben wir, das ist der Valentin Henke Iseli, der noch fährt. Er fährt den Triumph TR4 aus dem Jahr 1964. Das Fahrzeug hat ursprünglich mal einem Lufthansa-Pilot aus Frankfurt gehört und ist im 2013 in die Schweiz importiert und relativ aufwendig restauriert worden. Das Fahrzeug ist absolut original und hat einen Veteraneneintrag. Das sind Autos, die über 30 Jahre alt sind. Danke, Reto. Wir kennen ihn alle mit seinem Chevrolet Corvette, den er fährt aus dem Jahr 1966. 7 Meter, wahrscheinlich ist er wegen dem so lärmig, oder? Ja. Die Corvette ist eine X-Ram Corvette aus den USA, vom Urs Erbacher. Der auch sehr erfolgreich Rennen gefahren ist. Wir werden ihn noch ein paar Mal sehen heute und hören vor allem.
der älteste Teil der Anlage ist der Cedric Schiess. Wir haben ihn gerade gesehen. Marke Delage Roadster. Die sind auch noch 100 Stück produziert worden damals. Das war der Dominik Werder mit der Sandra Copeland als Beifahrerin im Alvis Firefly 4. Scheiße, der Reib ist mir zu nahe gekommen. Das geht aber schnell, ne? Ja, ja. Aber ich habe ihn gleich noch. Ja. So, wir haben hier einen Three-Wheeler. Marke Morgan, drei Räder, ganz ein seltenes Modell. Am Steuer ist der Rudi Flückiger und seine Flückiger sitzt als Beifahrerin nebenan. So, das Nummer 10, wo der Markus Rudin fährt, hat auch ganz eine spezielle Geschichte. Das ist ein Alvis SB Speed 20 Modell aus dem Jahr 1933. Man nennt das Audi auch The Duchess Alvis Speed. The Duchess. Der Alvis ist im 1933 von der damals bekannten Schauspielerin und Tänzerin Claire Luce zum Bau im Werk in England in Auftrag gegeben worden. Sie war so begeistert von diesem Wagen, weil sie hat sie so eine Schönheit gefunden, dass sie 1935 in ihrem aktuellsten Film entschieden hat, sämtliche Audi-Szenen selber mit dem Audi zu machen. In dem Audi sind nebst ihren auch schon Berühmtheiten wie der Fred Astaire gesessen, der Spencer Tracy, der Humphrey Bogart oder der Ginger Rogers. Also eine wahnsinnige Geschichte, die das Audi mit sich umdreht. Und das ist ja auch ein Teil davon, warum die Klassiker so beliebt sind und so cool sind. Sie haben ja nicht nur eine wahnsinnige Geschichte. Sie sind oftmals auch von Familie zu Familie weitergegeben worden. Sie werden mit sehr, sehr viel Herzblut gehackt und gepflegt. Sie werden weitervererbt an die nächsten Generationen. Bentley hat auch in der jüngeren Zeit grössere Reisen schon unternommen, unter anderem nach Marokko, Südfrankreich, Spanien und Sizilien.
18 den Bugatti, gefahren von Andrea, aber ich glaube, sie sitzt als Beifahrerin nebenan. Andrea Capra und Thomas Capra. Bugatti Typ 57 aus dem Jahr 1936. Der erste Besitzer von diesem Wagen war der Otto Graf. Vielleicht kennt jemand von Ihnen noch den Otto Graf. Er war ein bekannter Schweizer Käsefabrikant in den 30er Jahren. Und mit seinen Brüdern ist er bekannt als der Erfinder des Gruyère Fondue. Die ganze Familie ist damals Bugatti gefahren. Bitte nicht vortragen, auch wenn es möglich ist. Dankeschön. Aus dem Jahr 1938. Es ist ein ganz spezielles Fahrzeug. Es ist nämlich ein Einzelstück. Es ist ein Sportcabriolet. Eigentlich ist es ein Siegerauto, weil es hat schon mehrmals gewonnen. Schöne Rennen gewonnen. Und zwar ist es der Sieger vom Concours d'Elegance am Red Suisse, Red Suisse Paris im Jahr 2010. Außerdem hat es den ersten Platz gemacht im Cabriolet Concours d'Elegance in Schwetzingen im 2010. Thank you.
Als nächstes haben wir den Marco Trevisan, der kommt. Er fährt ein Healy Silverstone aus 1949. Ist auch ein ganz spezieller Wagen. Das ist nämlich einer der drei Healy Silverstones, der vom legendären Briggs Cunningham, dem Rennwagenbauer und Rennfahrer und Teamchef, gebaut worden ist. So, wir haben hier wieder unser Regierungsrot gespannt, der Toni Lauber und der Isaac Rabo. Woo! Nummer 48, was haben wir für eine Zeit? 3,31 Sekunden. Ja, sie haben 3,31 Sekunden Abweichung. Das ist steigerungsfähig. Ziemlich viel Abweichung. Aber wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit.
Mit der Nummer 109 haben wir den Peter Bachhofen, Fahrt der Alfa Romeo Giulia aus 1967. Chassis produziert worden. Mit der Nummer 113 haben wir den Gianluca Jörin. Im Mini Cooper haben wir den Basil Erath mit dem Florin Erath als Beifahrer. Das ist im Jahr 1968 ist das Audi. Amerikanische Sportwagen überhaupt war. Liebe Gäste, der Lauf ist fertig. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Wir sind um 2 wieder da und dann geht es mit dem dritten Lauf weiter. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie auch aufs Schulgelände kommen würden und mit uns dort ein kleines Mittagessen reinnehmen würden. Bis später, viel Vergnügen und bis dann.